Hallöchen zusammen und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ja, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid, wenn wir heute wieder auspacken. Ich habe euch ja versprochen, bevor unsere neu bei mir auf dem Kanal Reihe startet, werden wir noch einmal was von Picasso auspacken. Und zwar habe ich von dem lieben Zenia Gamma ein Bild bekommen, was ich euch heute zeigen möchte. Mein Gott, ist schon schwer. Ich bin mega gespannt und aufgeregt und ich würde sagen, wir packen es auch direkt mal aus, denn das Gute ist, wir brauchen bei dem Paket keine Schere. Wir können das nämlich einfach aufreißen. Die Kartons sind nämlich mega praktisch. Wie ihr hier sehen könnt, kann man das einfach hier aufreißen und dann kann man alles rausholen. Das ist mega, mega schön. Man muss sich also nicht mit irgendeiner Schere rummühen. So, und dann gucken wir mal, was wir hier Schönes drin haben. Okay. Da haben wir das und es ist leer. Mehr ist gar nicht in dem Karton drin. So, wir haben ein bisschen Füllmaterial. Okay, was haben wir noch? Wir haben ein Tütchen. Wir haben Gummibärchen und wir haben, so wie es aussieht, eine Autogrammkarte. Oder ist das ein Sticker? Also es ist nochmal ein kurzes Infoblatt. Quasi zu dem Künstler. Macht das scharf. Wenn ihr das jetzt lesen wollt, dann einfach auf Stopp drücken. Und ja, hinten nochmal die Unterschrift. Mega cool. Also die Karte finde ich mega, mega toll. Werde ich mir auch auf Seite packen. Mal gucken, wenn es zu den anderen Künstlern auch immer so eine schöne Karte gibt, dann kann man die sammeln. Das finde ich mega praktisch. Und dann kann man die Karte auch schön zu dem Bild packen. Ja, Gummitierchen zum Essen und die Tüte gleich für die Steinchen packen wir gleich rein, wenn wir es ausgepackt haben. Aber ich würde sagen, wir machen das erstmal auf. Aber dazu brauchen wir tatsächlich eine Schere, weil das kriege ich tatsächlich so nicht auf. So. Wir haben wieder so einen tollen Karton. Wie wir den sonst auch mal schön mit Holo-Effekt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist heute sehr widerspenstig. Auf jeden Fall finde ich diese Folie drumherum sehr, sehr praktisch, weil momentan ja vielfach die Kartons einfach vor der Tür abgestellt werden. Momentan haben wir auch schönes Wetter, aber wenn es mal wieder schlechtes Wetter ist und es regnen sollte und der äußere Karton wird nass, dann habt ihr zumindest euer Bild geschützt, was ich sehr, sehr gut finde. Also wir haben hier wieder einen schönen umverpackten Karton. Und hier könnt ihr das Motiv schon sehen. Oder könnt ihr es nicht sehen? Doch, kann man sehen, ne? Ja. Und ja, das ist der Wolf mit den zwei bunten Augen. Und ich fand das schön. Ja, ich würde sagen, wir holen das Ganze mal raus. So. Ihr wisst ja, dass ganz zum Anfang bei den Bildern gar keine Legende war. Dann hat Picasso gesagt, okay, wir haben euch gehört, ihr möchtet gerne eine Legende haben. Und ich konnte es schon sehen, denn, schaut mal, wir haben hier eine Legende dabei. Aber es ist eine fiese Legende. Es ist auf Fotopapier, aber ich hasse Fotopapier. Ich finde das von der Haptik her total schlimm. Okay. Es ist... Oh, ich kann das nicht anfassen. Boah, ich finde das gruselig. Davon kriege ich echt Gänsehaut. Ich versuche euch das mal zu zeigen, ohne dass ich auf das Bild drauf fasse. Und ich frage, glaube ich, mal, ob ich eine Legende haben kann, die aus Papier ist. Aber ich glaube, es ist tatsächlich... Jo, schaut mal. Wisst ihr, warum das auf dem Papier ist? Weil ihr es benutzen könnt. Ihr könnt euch quasi hier direkt die Sticker ausschneiden und es direkt auf eure Dings kleben, weil das ist komplett doppelseitige Klebefolie. Das ist schon sehr cool. Ihr könnt euch auch das Motiv hinterher ausschneiden und irgendwo draufkleben. Aber ich finde das Papier ganz, ganz gruselig. Also das Papier ist super. Man hat das gestochen scharf und es ist von der Qualität ja auch gut. Aber ich finde diese Haptik von dem Papier ganz, ganz schlimm und gruselig. Aber es ist tatsächlich, hier steht Fotopapier drauf. Es ist auch Fotopapier. Und es ist Klebefotopapier. Das heißt, ihr könnt das alles ausschneiden. Ihr könnt euch daraus direkt Sticker machen. Ihr braucht keinen Sticker-Maker oder sonst irgendwas dafür. Finde ich mega praktisch. Das ist insofern schon mal gut. Jetzt versuche ich das mal irgendwie auseinander zu kriegen. Ich finde das
Ich finde das so schlimm. Ich meine, ihr könnt nichts dafür. Picasso kann auch nichts dafür. Aber ich finde Fotopapier total schlimm. Kennt ihr das, wenn man aus der Spülmaschine Gläser rausräumt? Die haben auch manchmal so eine ganz, ganz glatte Oberfläche. Oh, da kriege ich auch. Also deswegen, Spülmaschinengläser ist gar nichts für mich. Gar nichts. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Kann ich auch nicht anfassen. Und das ist so ein Papier. Ja, fand ich bei Fotos immer früher schon ganz, ganz schlimm. Ich habe lieber diese matten Fotos gehabt. Da ist dieser Effekt nicht ganz so schlimm. Aber da kann Picasso auch nichts dafür. Aber es ist super mitgedacht, dass es Klebeetiketten, also so eine Klebefolie ist. So, wir haben hier wieder ein ganz normales Toolkit, wie sonst auch. Das Bild könnt ihr schon sehen, es hat auf jeden Fall gegossenen Kleber. Ach, es will gar nicht raus. Also, wir haben wieder ein weißes Schiffchen, ein bisschen schmutzig. Ein paar Krümel drin, das macht aber nichts. Wir haben eine spitze Pinzette. Wir haben einen Mehrfachaufsetzer mit, glaube ich, 7, noch einen kleinen mit 4. Wir haben einen blauen Stift, einen Squishy dazu und eine Döschen mit Wachs mit blauem. Das packe ich jetzt auch wieder alles hier rein. Das ist als Toolkit für Anfänger mega, mega praktisch, weil wirklich alles Wichtige eigentlich dabei ist. Finde ich sehr gut. So, jetzt zeige ich euch als erstes mal das Bild, weil für die Steine und so hole ich euch gleich wieder ein bisschen ran. Und ihr könnt das aber schon auf die Ferne sehen, oder? So, wartet. So. Ja, und wartet. Ich mache es euch, glaube ich, mal seitwärts. Ich lege es euch mal seitwärts, dann könnt ihr es, glaube ich, noch besser sehen. Das Bild ist, wie groß ist es denn? 50 x 65. Also eine richtig schöne Größe, wie ich finde. Mega, mega cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich gucke gerade mal. Wir haben auf jeden Fall AB-Steinchen dabei. Und zwar zwei Farben. Einmal die 310 und einmal die 5200. Und zwar sind die AB-Steinchen... Lasst mich mal gucken. Hier... Und ich glaube auch hier im Auge. Muss man gucken, wie das bei dem Fuchs rauskommt mit der 310. Ja, 310 ist ein bisschen schwieriger an der Ecke. Und wir haben die 5200, das ist nochmal das Weiß hier drumherum. Da bin ich mal gespannt, wie das rauskommt. Weil Schwarz ja mit AB-Steinchen nicht so ganz easy ist. Da werde ich schauen, wie es mir hinterher gefällt. Und gegebenenfalls werde ich die schwarzen AB-Steinchen durch normale schwarze Steinchen ersetzen. Aber das ist eine Geschmackssache. Und das ist ja das Gute daraus. Ihr könnt es hinterher auch umtauschen, wenn ihr wollt. Wir haben auch normale 310 dabei. Das heißt, wenn es euch nicht gefällt, ihr habt die Möglichkeit, die paar Steinchen auszutauschen. Weil ich denke, es werden genug schwarze Steinchen dabei sein. Also wer da sagt, nee, will ich lieber nicht, der setzt einfach schwarze Steinchen rein. Und das Ganze ist in Ordnung. So, wir haben hier auch wieder, hier oben könnt ihr auch sehen, wieder das Logo drauf. Wir haben 33 Farben, die könnt ihr hier sehen. Gegossener Kleber, Klebekraft, ist sehr gut. Also ich hatte mit dem anderen Bild auch überhaupt keine Probleme mit der Klebekraft. Zeige ich euch nochmal den Druck und er ist auch wirklich gestochen scharf. Auch hier drin, wo wir so helle Symbole haben. Das M und so. Es ist alles sehr, 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 sehr gut zu lesen. Also wirklich ganz scharf. Da braucht ihr kein Lightpad. Das könnt ihr so super lesen. Ja, ich finde das total toll. Also ich sag mal, wenn man selbst wenn man das nur so hat und die obere Ecke da weglässt, das sieht so geil aus. Hier die Feder auch. Mega hammergeil. Ja, mein Gott. Schön, schön, echt schön. Und die zwei Farben halt auch. Ich weiß nicht so, es hat mir gefallen. Ihr kennt ja auch diese Hunde oder ja Menschen mit zweifarbigen Augen. Das ist schon sehr faszinierend. Gut, aber schlafen wir nicht weiter. Wir machen mit den Steinchen weiter und gucken uns die an. Ich fahre aber gleich nochmal eben kurz mit der Kamera ein Stückchen tiefer. Das macht das Ganze nämlich ein bisschen einfacher, euch die Steinchen zu zeigen. Die sind auch wieder schön in Zipbeuteln abgepackt, durchnummeriert. Und auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, alles easy daneben zu schreiben.
Genau, wir haben hier auf jeden Fall nochmal die Bildnummer drauf. Die steht auf den Tütchen leider nicht drauf. Ihr müsst wirklich drauf aufpassen. Ihr müsst euch die Bildnummer irgendwo hinschreiben. Die ist auf den Tütchen nicht nochmal vermerkt. Also wenn ihr hier irgendwo ein Tütchen schwarz irgendwo rumpfeffert, dann wisst ihr nicht, wohin es gehört. Also, wir haben sehr viel schwarz. Die sehen aber sehr gut aus. Ja, ich weiß, ich muss mal gucken, ob ich euch zeigen kann, wie gut die aussehen. Da könnt ihr das am Rande sehen. Die sehen sehr gut aus. Sie sehen tatsächlich noch ein bisschen besser aus als die Steine, die ich hatte bei meinem Notenspieler. Die sehen sehr gut aus. Es sind auch Hartsteine, alles Hartsteine, also egal, was ihr da bekommt. Ihr habt Hartsteine. Wenn euch Farben ausgehen, dann könnt ihr euch einfach beim Kundensupport melden. Hier haben wir noch einen Fremdstein, aber das passiert, das ist nicht schlimm. Dann bekommt ihr auch auf jeden Fall Ersatz. Was ihr auf jeden Fall auch immer machen solltet, sind eure Nummern sortieren bzw. einmal kontrollieren. Hier haben wir eine Farbe mit ganz wenig Steinchen. Also immer bitte kontrollieren die Farben, die ihr bekommt. Also wirklich einmal die Nummern hier auf der Legende durchchecken und gucken, ob ihr alles da habt. Guck mal, ich habe doch irgendwo meine Abi-Steinchen, da sind sie. Wir haben hier einmal weiße Abi-Steinchen und einmal schwarze Abi-Steinchen. Ich muss mal gucken, eventuell kann man hier auch ringsherum noch was austauschen, nicht unbedingt das Schwarz. Aber ich werde das erstmal so painten. Hinterher kann man immer noch mal gucken, ob man das eine oder andere austauscht. Was auch cool ist, wir haben ja diese Feder, ne? Ich muss mal gucken, welche Töne diese Feder hat. Eventuell tausche ich bei der Feder noch ein bisschen was aus, dass die auch noch so ein bisschen, weil das ist ja für den Fuchs auch hier, ne? Hier kommt diese Feder rein bei dem Fuchs und hier oben ist auch noch mal so ein Stück Feder. Und ich denke, das kann man auch ganz gut als Highlight noch ein bisschen aufpeppen. Mit ein paar AB-Steinchen. Da muss ich aber gucken, ob ich welche da habe in der Farbe. Ja, ich denke aber schon. Das sind ja eigentlich recht, ich sag mal, gängige Farben. Die werden auf jeden Fall dann irgendwo schon vorhanden sein. Ja, kann man auf jeden Fall schön hier auch dann austauschen. Das Bild werde ich sowieso nicht weiterkleben können. Das werde ich mit euch jetzt auf jeden Fall anfangen. Aber ich werde es auf jeden Fall dann auch wieder wegpacken müssen. Denn bevor ich dieses Bild hier leider kleben kann, möchte ich den Notenspieler irgendwie fertig machen. Weil zwei Bilder angefangen ist halt ein bisschen... ich weiß bald nicht mehr, wohin mit meinen ganzen angefangenen Projekten. Ist ein bisschen schwierig, aber ich möchte euch tatsächlich einmal mal das zeigen, was es wirklich Neues gibt. Also das Bild ist von Zenia Gamma, hatte ich euch das schon gesagt. Es ist eine aktuelle Künstlerkollektion bei Picasso. Hat ganz, ganz viele Motive. Ich blende euch einfach mal jetzt der Reihe nach Motive ein, die mir total gut gefallen haben. Es werden nicht alle sein, also stöbert einfach mal auf der Seite. Ich setze euch den Link zur Künstlerkollektion unten rein, wenn ich sie finde. Ansonsten müsstet ihr tatsächlich dann selber den Link finden. Aber ich denke, das kriege ich irgendwie hin. Und dann könnt ihr mal stöbern gehen. Ich finde, da sind total tolle Bilder dabei. Und ich freue mich schon auf andere Künstlerkollektionen von Picasso. Picasso hatte ja mal die Umfrage gemacht. Ihr könnt ihr im letzten Video sehen, wo ich den Notenspieler vorgestellt hatte. Oder wo ich mit euch geklebt habe, ich weiß es nicht mehr. Unter einem Video von Picasso hatte ich euch einen Link drunter gesetzt, wo ihr mitentscheiden könntet, was ihr denn gerne als neue Künstler sehen möchtet. Und ja, vielleicht kriegen wir auch noch ein paar Bilder von dem Zenia dabei. Noch ein paar aktuelle neue Bilder. Mal gucken, vielleicht gibt es ja noch das ein oder andere Bild. Ich hoffe, dass auch die Künstler, die schon im Stock vorhanden sind, auch immer mal wieder neue Bilder rausbringen, die man dann... quasi erwerben kann. Das finde ich natürlich toll, wenn diese Kollektion auch so ein bisschen erweitert werden. Da bin ich mal gespannt. Aber das Bild hat mir total toll gefallen. Ich habe da super schöne Bilder gesehen. Ich konnte mich echt fast gar nicht entscheiden. Ich habe echt lange in den Tint und her überlegt und habe gesagt, oh, das ist auch schön. Okay, und das ist auch schön. Kennt ihr das, wenn ihr dann so steht und denkt sich so, oh ja, das ist schön und das ist schön und das ist schön? Oh, da kann man sich echt schwer entscheiden. Aber ich finde, das ist
Sieht super toll auf der Leinwand aus und ich kann mir vorstellen, dass das auch super toll gepainted ist. Die Farben sehen auf jeden Fall toll aus. Ich hole euch nochmal die Farben raus. Also wir haben hier sehr viel Lachs-Orange-Töne. Ich kriege die gleich sowieso nicht mehr in meine Tüte rein. Aber wenn ihr so mal schaut, was wir für Töne haben, ne, hier schön die Farbschattierungen, finde ich mega cool. So, dann haben wir hier noch von der Feder wahrscheinlich hier noch so ein paar Blautöne, Blau-Grüntöne, halt Schwarz-Grautöne, ein paar rot-dunkelrote Töne. Die gehören, denke ich mal, alle zu dem Fuchs irgendwo mit dazu. Das wird auch noch zum Fuchs gehören. Ja, also ihr seht schon, also von der Schattierung her wird das sehr, sehr schön sein, hoffe ich. Ich bin gespannt. Es sind nur 33 Farben in Anführungsstrichen. Aber wie ihr beim Notenspieler gesehen habt, man braucht nicht immer zwingend mega viele Farben. Und von daher finde ich das auch okay. So, jetzt muss ich aber mal gucken. So. So, das ist die Tüte. Die kann ich gleich wegtun. Weil wir haben ja diese schöne Tüte von Picasso bekommen. Hier unsere schöne Aufbewahrungstüte. Da tue ich die gleich wieder rein. Ich hoffe, die passen da auch alle rein. Je größer das Bild wird, desto schwieriger wird es. Das einzige Problem, was ich habe, ich muss dieses Bild hier knicken. Boah. Leute, wisst ihr, wie fies das ist? Es tut mir sehr leid, ihr könnt nichts dafür, aber ich finde das so schlimm. Oh Gott, wenn ihr das sehen könntet, was ich hier tue. Boah. So. Aber es hilft nichts. Ich will ja sehen, was ich da drin habe in der Tüte. Dann muss ich das auch leider knicken. So, und jetzt kann ich das auch glatt streichen, weil ich ja nicht mehr auf das Bild touchen muss. So, wisst ihr? So, guckt mal. Jetzt habe ich das da drin und jetzt kann ich das schön einmal falten. Oh Mann, ja, ich bin hier am Gackern. Es tut mir sehr leid. Und ja, liebes Team von Picasso, es tut mir leid. Ich mache mich nicht über eure Produkte lustig, sondern ich finde die Tatsache, dass ich diese Haptik überhaupt nicht leiden kann, mega witzig gerade. Aber nein, also ich mache mich überhaupt nicht lustig. Ich finde, das ist ein sehr tolles Produkt. Bitte nicht falsch verstehen. Aber wenn ihr mich sehen würdet, ihr würdet euch kaputt lachen, weil ich dieses Ding einfach so schlecht anfassen kann. Ich habe hier gerade... Oh Mann, das beim Zusammenfalten. Ja, das ist... Oh, ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Kennt ihr das von früher an der Schule, wenn da so einer mit an der Tafel geschrieben hat und das war so ein kleines Stückchen Kreide nur noch und dann ist der mit so die Fingernägeln über die Tafel gekommen? Könnt ihr euch das vorstellen? So, und jetzt schaut mal auf eure Arme, ob ihr eine Gänsehaut bekommt, denn beim Alleinvorstellen kriege ich schon eine Gänsehaut. Und so ist das mit diesem Papier halt auch. Da kann Picasso wirklich nichts dafür, aber es ist eine sehr schöne Weiterentwicklung, dass man halt diese Aufkleber hat. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht geteiltes Papier gibt oder dass man vielleicht das so auf matten Papier, dann kommt das nicht mehr so schön rüber. Also ich finde das schon ganz cool mit dem Sticker-Effekt, dass man das dann halt auch ausschneiden kann. Also ihr könnt dann hinterher quasi den Fuchs auch ausschneiden und könnt ihn euch dann zum Beispiel in euer Logbuch, mein Gott, kleben. Finde ich sehr cool, dann hat man einfach keine Verschwendung, ihr müsst dann keine Kopie machen, sondern könnt euch das einfach ausschneiden und dann direkt da reinkleben. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, die alte Legende, die ihr sonst dabei getan habt, die hat mir auch gefallen. Es war eine reine Papierlegende, die fand ich jetzt auch nicht schlecht, aber das ist Geschmackssache. Der eine sagt so, der andere so. Ich meine, das ist jetzt wirklich, ne, Meckern auf hohem Niveau, es hat auch nichts mit Meckern zu tun. Der eine sagt, mir hätte eine Papierlegende gereicht, der andere sagt, ich finde das mit den Stickern super, super toll, behaltet das bei. Mir ist es im Endeffekt wirklich egal, aber ich kann das Papier halt nicht anfassen. Ich finde das mit den Stickern auch schon gut, aber ich kann es nicht anfassen. Ganz, ganz schlimm. Da kann aber niemand was dafür. So, diese Karte, ich weiß nicht, wo ich die reinpacken soll. Packe ich die dazu? Das geht nämlich nicht ordentlich zu. Die werde ich tatsächlich mir irgendwo anders hinpacken. Ich habe ja noch meine A5-Taschen. Und zwar diese. Mit Logo drauf oder auch ohne Logo. Ich habe eine mit Logo, glaube ich, noch. Ich knister mal eine Runde. Ich habe hier die nämlich noch liegen, aber die habe ich gerade verbuddelt. So.
Und passenderweise hole ich mir jetzt eine pinke raus. Ja, die ist so toll. Und da kommt die Karte jetzt rein. Einfach, damit sie geschützt ist. Und einfach, damit da nichts passiert. Und ich kann die beiseite legen. Wenn ich noch eine Karte habe, kommt die mit dazu. Und dann kann ich das schön aufheben. Weil hier passt die leider nicht rein. Die ist ein bisschen zu breit, beziehungsweise die Taschen sind ein bisschen zu schmal, als dass die Karte da noch gut mit reinpasst. Aber ja gut, das gibt Schlimmeres. Ich bin am Überlegen, wo ich mit euch anfange zu kleben. Denn ich glaube, ich fange mit euch heute mal da oben an der Ecke an. Und zwar müsste es das Schwarz sein. Das heißt, wir werden einmal eine Runde Schwarz kleben, dann kann ich euch zeigen, ob das passt oder nicht und wie die Steine sitzen. Schwarz ist immer so eine Geschichte, die kann man mal ganz gut zeigen, ob die Steine dann gut sind. Dann kann ich euch die Steine dann im Anschluss auch im Schiffchen zeigen, beziehungsweise wenn ich anfange zu kleben, dann zeige ich die euch im Schiffchen. Die anderen Steine kann ich wegtun, weil ich glaube, ich brauche tatsächlich nur das Schwarz da oben in der Ecke, bevor das Ohr anfängt. Ja, und ihr habt auf jeden Fall auf dem Tütchen, das könnt ihr verwenden, ihr könnt da eure Buchstaben und Zahlen und Symbole da drauf schreiben. Ihr habt auf jeden Fall genug Platz. Das Einzige, was halt nicht drauf steht, wo ihr wirklich aufpassen müsst, dass ihr das dem Bild ordentlich zusortiert, weil es halt wirklich nicht, ich gucke mal gerade, ob hier die Nummer drauf steht. Nee. Okay, also hier steht auch keine Farb, keine Bildnummer drauf. Hier könnt ihr nur das Bild sehen an sich. Das heißt, wenn ihr von der Leinwand euch die Bildnummer aufschreibt, oben über dem Motiv steht die Bildnummer nochmal drauf. Und zwar ist das die Bildnummer PDS 142. Die könnt ihr sonst euch hier noch irgendwie draufschreiben, dass ihr dann auch wisst, dass das Bild ist. Aber ich meine, ihr könnt es am Motiv eigentlich erkennen, ne? Ja, also hier auf den Tütchen steht es leider nicht drauf. Das heißt, wenn ihr die Tütchen wegsortiert, solltet ihr möglichst entweder immer die Legende dabei haben oder halt im Zweifelsfall euch auch die Bildnummer einfach draufschreiben oder dabei tun bei den Steinchen. Ansonsten kann es passieren, dass ihr die Steine wiederfindet und denkt euch so, okay, zu welchem Bild gehören diese Steinchen? Und soll ich euch was sagen? Genau das Problem habe ich teilweise auch. Bei meinen Steinchen, die ich weggepackt habe, sind allerdings immer schön brav die Bildnummer drauf, die Bildbezeichnung. Dennoch weiß ich nicht, welches Bild es ist. Und das ist halt immer, wo ich mir denke so, ach Janine, was hast du denn da wieder gemacht? Warum kannst du denn nicht ordentlich draufschreiben, um welches Bild es sich handelt? Ja, aber manchmal ist man dann so im Auspackwaren. Bei mir ist es zumindest dadurch geschuldet, dass ich ja dann mal so 2, 3 Bilder unboxe. Und wenn ich das nicht ordentlich wegpacke, dann kann ich euch sagen, ihr Lieben, dann passiert einfach Mumpitz. Das wird euch wahrscheinlich nicht passieren, weil ihr nicht so viele Bilder auf einen Schlag auspackt. Aber ja, so, alles Steinchen gut verstaut. So, also es passt alles wunderbar rein. Das wollte ich euch eigentlich nochmal zeigen. Für diese Bildgröße 50 mal 65 passt alles wunderbar an dieses Tütchen rein. Es ist sogar noch ein bisschen Platz. Und was auf jeden Fall sehr gut ist, dass die Zipptütchen sind wirklich sehr, sehr gut. Ihr könntet theoretisch aus den Zipptütchen painten. Ich habe es hier mit dem Notenspieler gemacht und die gehen immer noch super auf und super zu. Da ist nichts, dass die ausgefleddert sind, dass sie nicht richtig aufgehen, dass sie nicht richtig zugehen. Also da muss ich sagen, da war ich sehr erstaunt, weil ich mit Zipbolten eher eine schlechtere Erfahrung gemacht habe. Aber das ging wirklich, wirklich gut. Ich habe hier wirklich mit Zipptüten gepaintet. Mach ich eigentlich nicht, aber das Bild war eigentlich auch nicht gedacht, weiter gepaintet zu werden. Aber ihr wisst ja, manchmal kommt es anders. Und zweitens, als man denkt, ja, dadurch, dass mein Laptop kaputt ist gegangen ist, konnte ich einfach das Bild liegen lassen, habe dann weitergeklebt. Und so ist jetzt halt die Hälfte des Bildes fertig geworden und ich habe aus Zipptüten gepaintet. Weil ich keine Lust hatte, zwischendurch das nochmal umzusortieren. Gut. Aber lange Rede, kurze Sinn, wir werden dieses Bild ankleben. Ich habe überlegt, wir könnten eigentlich auch mal so ein Auge ankleben, oder? Aber das ist so ein großes Stück. Und da müsste ich wieder mitten ins Bild rein. Ich kann das dann so schlecht aufrollen. Nee, wir werden am Rand bleiben, weil ich will das Bild ja nachher wieder zusammenrollen. Und das geht so schlecht, wenn das am Rand, wenn das mitten im Bild ist. Deswegen werden wir das am Rand machen. So.
Deswegen werden wir das schön am Rand kleben. So, ich drehe euch mal das Bild um, damit ihr auch wisst, wo wir landen. Das ist immer so schön. Also die Leinwand ist übrigens wieder so eine schöne samtig weiche Leinwand. Wir haben auch wieder einen abgesteppten Rand und was auch nicht abgesteppt ist, ist die Folie. Die Folie ist eine ziemlich dünne Folie. Die könnt ihr aber super gut gegen Backpapier oder doppelseitige Haftdinger ersetzen. Solche weißen Sheets. Oder halt, wenn ihr durchsichtige, undurchsichtige Klebefolie hattet, habt ihr auch immer so eine weiße Folie drauf. Die könnt ihr dafür auch verwenden, wenn ihr zum Beispiel diese durchsichtige Folie gar nicht mögt. Dann macht ihr einfach runter, macht euch diese Sheets drauf. Das geht wunderbar. Klebt auch super, super gut. Also da braucht ihr gar keine Sorge haben. Das habe ich mit dem Notenspieler im Übrigen gemacht. Da habe ich die Hälfte des Bildes mit der Folie geklebt und habe dann, als ich quasi fertig war, habe ich den Rest quasi mit diesen Sheets dann beklebt, sodass ich das dann auch schön gut an die Wand hängen konnte, weil das einfach viel zu viel von der Folie war und ich wollte die nicht abschneiden und ach, ich fand das eigentlich ganz gut so. Aber das muss auch jeder von euch selber wissen, wie er das machen möchte. Hier haben wir auf jeden Fall, hier oben in der Ecke, haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Schwarz und ausschließlich Schwarz. Das heißt, hier können wir eine schöne große Fläche machen und dann kann ich euch zeigen, wie das geht. Und beziehungsweise wie es aussieht, mein Gott. Ich bin schon ein bisschen durcheinander, aber das macht überhaupt nichts. Ich freue mich über dieses Motiv, das ist so, so schön, wirklich. Ich hatte erst ein bisschen Bammeldenken, so, ach, oh, ich hoffe, das kommt gut raus und ich hoffe, es sieht gut aus. Und ich bin mal gespannt, welche AB-Steinchen dabei sind. Das Schwarz bin ich noch nicht so überzeugt davon, aber man muss es halt sehen, wie es dann aussieht. Ne? Also Schwarz bin ich noch ein bisschen skeptisch. Aber schauen wir mal. Das Weiß finde ich auf jeden Fall cool. Bei Schwarz bin ich, wie gesagt, noch ein bisschen skeptisch. Aber da müssen wir mal einfach gucken. Hier die Federn finde ich auch so total gut. Es passt halt irgendwie alles. Ich weiß es nicht. Das ist so ein typischer Herbstfuchs, finde ich. So macht auf jeden Fall, ja, Spaß, das anzuschauen. Okay, ich würde sagen, wir schnacken nicht weiter rum, sonst wird das Video wieder so lang. Aber es ist ja ein bisschen hin, bis die neue Reihe startet. Also deswegen, ich kann euch eins sagen, wenn das Video online geht, ich muss mal gucken, wann ich mit der neuen Reihe starte, weil ich muss die Videos dann auch relativ schnell hintereinander drehen. Das heißt, es wird ein bisschen sportlich, aber das passt schon. Ich werde versuchen, so zwei Videos vorzudrehen, die dann hochzuladen und in der Zwischenzeit immer die neuen Videos zu drehen. Ich hoffe, dass in der Zwischenzeit auch noch neue Sachen ankommen, die ich euch dann zeigen kann. Bei Picanson bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wann eine neue Künstlerkollektion kommt und welche es sein wird. Bin sehr gespannt. So ein paar Sachen weiß ich ja schon, wo die Verhandlungen hingehen, aber ich bin sehr, 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 sehr gespannt und freue mich da schon mega drauf. Ja, und das Bild ist so schön. Also wie gesagt, stöbert gerne mal, wer Lust auf ein Künstlerbild hat. Schaut einfach mal rein. Vielleicht habt ihr ja noch eins, was euch gefällt. Achso, und noch eins dabei. Ihr könnt 10% sparen. Und zwar mit meinem Gutscheincode JaninX10. Steht auch bei mir in der Kanalbeschreibung ganz hinten drin. Schreibe ich euch aber auch nochmal unter dieses Video. Das heißt, wenn ihr JaninX10 eingibt, dann könnt ihr auch nochmal 10% sparen auf eure nächste Bestellung. Ich finde, Geld sparen kann man immer. Es tut nicht weh und ist fein. So, in diesem Sinne machen wir jetzt die Paintprobe. Ich zeige euch, bevor wir mit der Paintprobe starten, nochmal mit Musik hinterlegt die schwarzen Steine. Dann könnt ihr nochmal gucken und dann kleben wir und dann hören wir uns im Anschluss wieder. Bis gleich. Thank you.
So, da bin ich wieder für euch. Nicht erschrecken. Ich bin's nur. Ich mache euch noch mal ein paar Steinchen ins Schiffchen. Die sind wirklich toll, die 310. Ihr habt das ja ganz am Anfang auch gesehen. Ich habe jetzt hier allerdings einen. Den mache ich jetzt mal raus. Wenn ich es denn rauskriege, heißt es. Brauche eine Pinzette. Ich habe ein Schmutzding drin, das ich gerne rausnehmen würde. Das habe ich euch schon zum Anfang gezeigt. Das ist so widerspenstig. So, jetzt aber. Also nicht, dass ihr euch wundert. Die Reihe, die habe ich jetzt rausgeschoben. Ne? Also normalerweise liegen da auch Steinchen drin. Und ihr könnt das sehen. Also die sehen echt super toll aus. Und die sind tatsächlich noch besser als die ersten 310, die ich beim anderen Bild hatte. Da hatte ich sehr, sehr viele, die so zusammengehangen haben oder auch mal nicht ganz gerade waren. Aber die sehen echt toll aus und die ließen sich echt kleben. Kennt ihr dieses Geräusch, wenn ihr so Steinchen in diese Lücken rein drückt? So ein knackendes Geräusch habt ihr hier auch auf jeden Fall. Und wenn ihr mal seht, wartet mal, ich versuche euch nochmal das irgendwie zu zeigen. Also ich habe da wirklich nichts an Lücken. Gar nichts. Das ist wirklich, also wenn dann ganz, ganz, ganz minimal, aber ihr seht das überhaupt nicht. Also wenn ihr mal so schaut, ihr seht nichts. Also da muss man schon wirklich ganz dicht dran sehen. Hier habe ich eine Mini-Lücke, wenn man ganz dicht dran guckt. Und hier habe ich eine Mini-Lücke. Aber das seht ihr gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich euch das zeigen soll. Ich kann es euch tatsächlich nicht zeigen. Ihr seht diese Lücken nicht. Aber ihr seht es schön schimmern und glänzen. Ne? Also es ist Wahnsinn. Also ließen sie sehr, sehr gut kleben. Ich habe das im Schachbrettmuster gemacht, einfach weil ich das Klebergebnis halt viel schöner finde und viel gerader finde. Gerade bei weißen Steinen empfehle ich euch das sehr, das zu tun. Also bei hellen Steinen allgemein. Wirklich immer schön im Schachbrettmuster setzen, wenn ihr Flächen habt. Weil mit einem Mehrfachaufsetzer kann es schon mal sein, dass ihr das seht. Hier ist ein Stein, der ist nicht ganz gerade, macht aber nichts. Der schiebt sich dann gerade, wenn man die ringsherum dann setzt, aber je gerade er hier die Steinchen hier im Schachbrettmuster setzt, desto schöner wird das Gesamtergebnis. Aber schaut mal, ich zeige euch das mal so von so. Also da steckt nichts hoch oder sonst. Ah, es sieht super toll aus. Das ist jetzt übrigens der obere Rand hier, ne? Wo wir gerade unterwegs sind. Also ich kann echt nichts dagegen sagen. Das sieht so toll aus. Das ist eine sehr schöne Klebeprobe. Aber ich habe auch nichts anderes erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ja mein Notenspieler heißt das. Mein Gott, mein Puppenspieler. Den habe ich geklebt und da habe ich auch überhaupt kein Problem mit floppenden Steinen oder sonst irgendwas. Überhaupt kein Problem. Also das ist wirklich, lässt sich wirklich sehr, sehr gut kleben. Ja. So viel dazu. Ich kann gar nichts sagen. Was wir nicht gemacht haben, ist das Bild ausgemessen. Aber ich glaube, wir sind tatsächlich bei der Bildbreite. Ihr müsst mir das jetzt einfach mal glauben, wenn ich euch das jetzt mal ausmesse. So, wir haben Zentimeter. Ich lege euch das mal an. Guck mal, ihr seht, ich kann vorne die Dings nicht ganz sehen. Natürlich seht ihr es nicht. So, jetzt wartet. So, seht ihr, da sind wir bei der 50. Fast bei der 50, 49,8 bis 9. Und das ist die Breite und die Länge des Bildes. Das zeige ich euch auch noch, oder sage ich euch zumindest immer, wenn ich sie ausgemessen habe. Ich kann es euch leider nicht zeigen. Ihr müsstet mir das glauben. Da sind wir bei 64,8. Also knapp 65 cm. Ist mit den Pixeln halt immer ein bisschen schwierig. Dann hätte jetzt zum Beispiel hier noch eine Reihe unten drunter, dann hätte es genau gepasst. Also hier noch eine Reihe dran. Ach übrigens, was ich euch noch sagen kann, ist, dass dieser Kleber, ist ja Flüssigkleber, der geht nur ganz knapp über den Rand hinaus. Also ihr habt nicht viel Kleber über das Bild hinaus. Ne? Also das ist natürlich auch sehr gut. Das heißt, ihr bräuchtet theoretisch gar kein Washi-Tape zum Abkleben. Also das ist auf jeden Fall
sehr, sehr, sehr gut. Also da wird euch der Rand auch nicht so schnell schmutzig. Mein Gott, es ist ein bisschen schwierig. Kann ich euch noch ein bisschen rauszoomen? Nein, ich habe tatsächlich nicht gezoomt. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig mit der Kameraeinstellung. Ich habe euch noch direkt in dem Klebestativ gelassen. Mein Gott, ich bin heute auch komisch unterwegs, weiß ich auch nicht. Aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also das Bild ist echt super, super schön. Und ich bin mal gespannt, wenn einer von euch das Bild sich auch holen sollte. Ihr werdet wahrscheinlich schneller sein als ich, weil ich ja euch gesagt habe, dass ich das Bild noch mal beiseite lege. Lasst doch mal einen Fortschritt sehen, wenn ihr das Bild geklebt habt. Meinen letzten Fortschritt von dem Notenspieler könnt ihr bei mir auf Instagram sehen. Da könnt ihr die Hälfte des Bildes schon sehen, was fertig ist. Und es ist wirklich, wirklich toll. Und deswegen, also wer dieses Bild hier explizit mal gemacht hat oder schon angefangen hat, ja, zeigt mir doch mal euren Fortschritt. Ihr könnt, glaube ich, auch einen Instagram-Link unten in die Beschreibung beziehungsweise unten in die Kommentare posten. Wer bei Instagram das hochgeladen hat oder bei Facebook oder so, ich glaube, ihr könnt unten einen Link reinkopieren. Falls ich den freigeben muss, werde ich das natürlich tun, dann, dass man da einfach mal gucken kann, wie der Fortschritt ist. Solltet ihr möglichst dann vielleicht nicht in der Gruppe gepostet haben, weil nicht jeder in der Gruppe ist. Aber ja, hey, ne? Also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Verlinkt auf jeden Fall Picasso mit dabei. Dann kann man da auch mal in den Hashtags mal gucken, was da verlinkt worden ist. Und vielleicht hat dieses Bild ja tatsächlich mal jemand weitergeklebt und kann das mal im Fortschritt zeigen. Klebeprobe ist auf jeden Fall super, super gut. Der Druck sieht auch sehr, sehr toll aus. Die Vorschau auf der Leinwand ist auch toll. Die Leinwand an sich ist auch gut. Klebeprobe hat mich auch überzeugt. Ja, Künstlerbild. Also, super. Ich bin sehr, sehr begeistert. Picasso, habt ihr einen guten Job gemacht? Kann ich nur so weitergeben. Und wie gesagt, ihr könnt 10% sparen mit einem Gutscheincode, der heißt JanineX10. Und ich verdiene daran nichts, aber ihr könnt ein bisschen Geld sparen. Also viel Fairness muss einfach sein, aber das ist auch für mich völlig in Ordnung, dass ich da nichts dran verdiene. Hauptsächlich mache ich es ja, damit ihr ein bisschen Geld sparen könnt. So, das war's von meiner Seite. Ihr könnt auf jeden Fall mal gespannt sein. Bei Picasso wird es auf jeden Fall neue Künstlerkollektionen geben. Ich bin mal gespannt, was es als nächstes gibt. Und vielleicht könnt ihr dann ein neues Bild von der neuen Künstlerkollektion bei mir auf dem Kanal sehen, werden wir schauen. Ob Picasso so nett ist, mir noch eins zur Verfügung stellt oder ob ich mir einfach eins kaufe, weiß ich noch nicht, werden wir sehen. Bis dahin gibt es auf jeden Fall noch jede Menge neue Videos. Die neue Reihe mit neuen Shops auf meinem Kanal wird starten, nachdem dieses Video online gegangen ist, irgendwann später. Ich denke mal, ich muss mal gucken, wie viele Tage ich brauche noch zum Vorbereiten. Das ist aber auf jeden Fall eins gewesen, was mir sehr am Herzen lag, weil es echt sehr, sehr schön ist und ja, ich mich da sehr, sehr über dieses Bild gefreut habe. Ich hoffe, ihr auch. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ihr könnt mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wer von euch vielleicht schon mal ein Bild von Picasso hat und was für ein Motiv ihr davon habt. Lasst es mich einfach gerne wissen. Ich glaube, das interessiert nicht nur mich, sondern vielleicht auch einige von euch, wie zufrieden ihr seid oder ob ihr irgendwas zu kritisieren habt. Dann gebt uns doch ein Feedback. Ich denke, Picasso wird das Video auch sehen und auch Picasso wird die Kommentare lesen. Also wenn ihr konstruktive Kritik habt, dann einfach damit unten ab in die Kommentare. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit am Start. Jetzt kommt die Reihe mit den neuen Shops und ich bin sehr gespannt, was wir dabei haben. Und ich hoffe mal, dass noch ein paar Sachen ankommen, währenddessen wir die Reihe drehen. Und dann können wir die direkt mit abfrühstücken und dann kann ich euch die direkt mitzeigen. Sonst müssen wir die später vorstellen. Oder muss ich die euch später vorstellen. Aber mal gucken. Mal gucken, was noch so ankommt. Ich habe auf jeden Fall ein paar Bilder da. Also so eine kleine Reihe wird es auf jeden Fall geben. Ich muss nochmal nachher gucken, wie viele Bilder ich da genau oder wie viele Shops ich da genau habe. Ich werde mir die Sachen nachher zurechtlegen und dann
wird es dann die Tage damit auch starten. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche, ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich würde mich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Und ja, habt Spaß, lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!